Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Dokumentation über den Heidelberger Hauptbahnhof. Hier geht es jetzt um den Zugverkehr. Der erste Teil mit Informationen über die Stadt, das Bahnhofsgebäude, die Gleisanlagen sowie weitere Bahnhöfe in Heidelberg ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aber wie angesprochen zum Zugverkehr, beginnt mit dem Fernverkehr. Die Intercity-Linie 26 verbindet Hamburg und Karlsruhe im 2-Stunden-Takt, wobei sie unter anderem über Hannover, Kassel-Wilhelmshöhe, Frankfurt und Heidelberg fährt. Zum Einsatz kommen hier klassische Intercity-Wendezug-Garnituren, größtenteils aus modernisierten Intercity-Wagen gebildet. Durch diese Wagen, sowie die genauso wie die Wagen 200 km/h schnellen E-Loks der Baureihen 101 und 120, die auf dieser Linie zum Einsatz kommen, kann der Zug seine Höchstgeschwindigkeit zwischen Kassel und Hamburg ausfahren. Die Züge Richtung Hamburg fahren zur ungeraden Stunde zur Minute 46 ab, die in Richtung Karlsruhe in der darauffolgenden Stunde zur Minute 14. Abfahrt der Züge nach Karlsruhe ist von Gleis 9, der in Gegenrichtung von Gleis 3. Mit diesem Zug erreicht man die Bankenmetropole Frankfurt in weniger als einer Stunde. In weniger als 6 Stunden erreicht man Hamburg. Nach Karlsruhe benötigt man mit dem Intercity etwa eine Dreiviertelstunde. Die Züge werden teilweise über Hamburg hinaus verlängert. Jeweils einmal am Tag nach Ostseebad Binz, Westerland auf Sylt und Stralsund. Der letzte Zug des Tages um 17.46 Uhr endet schon in Kassel-Wilhelmshöhe. Er fährt am nächsten Morgen als der erste Zug des Tages nach Karlsruhe um 10.14 Uhr in Heidelberg ab. Eine weitere zweistündliche Verbindung nach Hamburg stellt er in der City Hamburg-Stuttgart dar. Nach Hamburg nimmt er aber einen Umweg über Mannheim, Koblenz, Köln, Dortmund und Bremen in Kauf, wobei er zwischen Köln und Mainz die landschaftlich reizvolle linke Rheinstrecke befährt. Dafür benötigt er für die längere Strecke aber auch eine Stunde mehr als zur Intercity über Frankfurt, nämlich fast 7 Stunden. Eine Fahrt nach Köln dauert 2,5 Stunden, nach Stuttgart etwas weniger als eine Stunde. Züge nach Hamburg fahren größtenteils zur jeweils anderen Stunde wieder Intercity über Frankfurt zur Minute 25 von Gleis 5. Die Gegenzüge Richtung Stuttgart fahren in der darauffolgenden Stunde meistens zur Minute 36 von Gleis 8. Der erste Zug fährt morgens um 8.25 Uhr. Er wird weiter nach Stralsund durchgebunden, bis dort benötigt er fast 10 Stunden. Der letzte Intercity nach Stuttgart fährt um 21.36 Uhr in Heidelberg ab. Zum Einsatz kommen hier ebenfalls Intercity-Wendezüge, bespannt mit E-Loks der Baureihen 101 und 120. In Richtung Frankfurt und Stuttgart fährt eine weitere zweistündige Intercity-Linie. Dabei fahren einige Züge weiter als Eurocities nach Klagenfurt, Graz, Salzburg und München, um
obwohl der Zug nach München ja nur durch Deutschland fährt. Die Taktlücken, in denen kein Eurocity fährt, werden durch Verstärker in der Cities der Relation Frankfurt-Stuttgart gefüllt. Also immer in der Stunde, wo nicht sowieso schon durch den Intercity Karlsruhe-Hamburg eine Fahrtmöglichkeit mit dem Fernverkehr nach Frankfurt besteht. Er fährt auch wieder Intercity nach Hamburg, zur Minute 46 von Gleis 3. Die Züge Richtung Stuttgart bzw. Österreich fahren meist etwa um Viertel nach, aber zur gleichen Stunde wieder Intercity von Hamburg nach Stuttgart. Größtenteils kommen hier ebenfalls Intercity-Wendezüge zum Einsatz. Teilweise aber auch österreichische Garnituren, bespannt je mit einer Taurus-Lok pro Zugende. Die Fahrzeit nach Frankfurt beträgt hier ebenfalls etwas weniger als eine Stunde. Nach München sind es 3 Stunden. Der letzte Zug dieser Linie fährt um 21.14 Uhr nach Stuttgart. Bis auf einzelne Leistungen ist Heidelberg komplett vom ICE-Netz abgeschnitten, da die Züge zwischen Stuttgart und Mannheim die 1991 in Betrieb gegangene Schnellfahrstrecke nutzen. Erreicht wird der Heidelberger Hauptbahnhof aber beispielsweise vom Zugpaar ICE 773-774. Der ICE 774 von Stuttgart nach Hamburg-Altona fährt um 5.47 Uhr ab, der Gegenzug Richtung Stuttgart um 22.10 Uhr. Wie man an diesem Beispiel gut sieht, fahren die meisten verbliebenen ICEs zur Tagesrandlage.
den im Takt verkehrenden Intercity-Linien kommen auch noch weitere einzelne Zugleistungen, wie beispielsweise das Zugpaar 2012-2013. Diese Züge verkehren von Oberstdorf über Ulm, Stuttgart, Mannheim, Koblenz, Köln, Essen und Dortmund nach Hannover, teilweise sogar weiter nach Magdeburg und Leipzig, wobei nur sonntags bis Leipzig gefahren wird. Zwischen Stuttgart und Oberstdorf werden die Züge von Loks der Baureihe 218 befördert. Diese ziehen auch das Zugpaar IC 118-119 zwischen Lindau und Stuttgart, wobei der Zug von Stuttgart aus weiter über die linke Rheinstrecke und weiter nach Münster fährt. Seit dem 14. Dezember 2016 gibt es in Heidelberg auch privaten Fernverkehr und damit eine Direktverbindung von Stuttgart über Hannover nach Berlin. Der Zug fährt einmal täglich Richtung und zwar um 7.17 Uhr nach Berlin-Lichtenberg und um 20.33 Uhr nach Stuttgart. Zum Einsatz kommen hier modernisierte Abteilwagen, gezogen von einer Taurus-Lok. Ein zweistündiger Regionalexpress verbindet Heidelberg über Wiesloch-Walldorf, Bruchsal, Vaihingen und Bietigheim-Bissingen mit Stuttgart. Die Züge aus Stuttgart kommen 10 Minuten vor der folgenden geraden Stunde an und fahren 10 Minuten nach der geraden Stunde in Richtung der Schwabenmetropole ab. Bis zum Auslaufen des großen Verkehrsvertrages Ende September 2016 E-Loks der Baureihe 176 mit Doppelstockwagen zum Einsatz. Seither kommen auch die älteren, aber ebenfalls 160 km/h schnellen E-Loks der Baureihe 111 zum Einsatz. Alle diese Loks und Wagen sind im BW Stuttgart beheimatet. Abfahrt der Züge ist meistens von Gleis 5. Vaihingen an der Enz ist in etwa einer Stunde erreicht. Nach Stuttgart benötigt der Regionalexpress 1,5 Stunden.
eine Stunde fährt eine Regionalbahn über die vielbefahrene Main-Neckar-Bahn nach Frankfurt. Zum Einsatz kommen hier heute Frankfurter 146er E-Loks mit Dostos sowie 111er mit Endwagen, die ebenfalls im BW Frankfurt beheimatet sind. Wagengarnituren sind aus 6 N-Wagen gebildet, wovon einer ein Württemberger Steuerwagen mit Schwenkschiebetüren ist. Die N-Wagen sind genauso wie die Dostos größtenteils im DBM-Design anzutreffen. Bei den Dostos mischt sich manchmal auch ein unmodernisierter Wagen in den Zugverband. Abfahrt der Züge ist meistens zur Minute 21 von Gleis 3, teilweise aber auch von den Gleisen 4, 5, 9 oder 10. Der erste Zug fährt hier schon um 4.22 Uhr. Der letzte erst um 23.24 Uhr. Der nächste größere Zwischenhalt in Weinheim ist in 20 Minuten erreicht. Nach Darmstadt benötigt die RB etwas mehr als eine Stunde. Nach Frankfurt sind es etwa anderthalb Stunden. Das Besondere an dieser Regionalbahn ist, dass sie auf dem hessischen Streckenabschnitt als sogenannter Stadtexpress unterwegs ist. Das heißt, dass er auf den Abschnitten, wo parallel die S-Bahn verläuft, nur an den wichtigsten Bahnhöfen hält, sonst aber alle Haltestellen anfährt. Die letzte im Takt verkehrende Regionalzuglinie ist der Regionalexpress nach Heilbronn bzw. Mannheim. Die zwei im Stundentakt fahrenden Linien RE2 und RE3 ergänzen sich auf dem Abschnitt Heidelberg-Mannheim zu einem Stundentakt. In die andere Richtung trennen sich ihre Wege aber. Der RE2 fährt über Meckesheim, Sinsheim und Bad Rabenau nach Heilbronn, während der RE3 über Eberbach und Mosbach-Neckar-Elz nach Heilbronn fährt. Die Züge Richtung Mannheim fahren meistens zur Minute 10 von Gleis 2 oder 3 ab und erreichen das Ziel ihrer Fahrt in etwa einer Viertelstunde. Die Züge in Gegenrichtung fahren meist um 49 nach von Gleis 4 ab, wobei zur ungeraden Stunde die Züge über Eberbach abfahren und zur geraden die über Sinsheim. Eine Fahrt zum Stadion der TSG Hoffenheim in Sinsheim dauert etwa 20 Minuten. Zur historischen Altstadt von Bad Vilmfen sind es 40 Minuten, während es bis zum Endbahnhof Heilbronn genau eine Stunde dauert. Der RE3 durchs Neckartal benötigt bis Heilbronn genauso lang. Nach Mosbach-Neckar-Elz benötigt er 40 Minuten. Zum Einsatz kommen hier im Fahrplanjahr 2017 fast ausschließlich Elektrotriebwagen der Baureihe 425, teilweise in Doppeltraktion. RE12311 um 16.49 Uhr über Sinsheim nach Heilbronn sowie der RE12312 um 19.10 Uhr nach Mannheim werden mit lokbespannten Wendezügen bestehend aus Ludwigshafener Loks der Baureihe 111 und 5 Innenwagen gebildet. Dieses Zugpaar wird aber nur von Montag bis Freitag mit diesen Garnituren gefahren.
In letzter Zeit sind unter den N-Wagen sogar relativ viele im originalen Hannover Design. Seltener auch welche im OLV-Design. Die anderen Wagen sind im DBM-Design anzutreffen. Hier war auch noch der letzte N-Wagen im Ferry-Design unterwegs, der mittlerweile nicht mehr im Einsatz ist. Vor dem Fahrplanwechsel waren hier auch noch häufiger N-Wagen anzutreffen. Zum einen in Form eines weiteren Zugpaars auf der Elsinstalbahn, das mit Stuttgart 146er E-Lok und N-Wagen gefahren wurde. Zum anderen in Form eines Zugpaares mit Ludwigshafener 111er und N-Wagen, das durch das Neckartal fuhr. Damals waren die RLs 12311 und 12312 auch weiter bis nach Stuttgart durchgebunden. Seit 2003 verkehrt in Heidelberg auch die S-Bahn Rhein-Neckar. Heute erreichen 5 Linien des Netzes den Heidelberger Hauptbahnhof. Alle 7 Linien verkehren mindestens im Stundentakt, verdichten sich aber auf falschen Abschnitten mindestens zu einem 30-Minuten-Takt. Teilweise verkehren die Linien von 5 Uhr bis 1.30 Uhr. In den Tagesrandzeiten ist das Angebot aber sehr ausgedünnt. Die S1 ist die längste Linie der S-Bahn Rhein-Neckar. Sie legt über 200 Kilometer Strecke zurück. Solch eine lange Strecke ist einerseits verspätungsanfällig, andererseits widerstrebt solch ein Laufweg auch der Grundidee einer S-Bahn. Die S1 hat ihren westlichen Startpunkt in Homburg im Saarland. Nachdem sie Rheinland-Pfalz durchquert hat, erreicht sie über Mannheim dann Heidelberg, was nach 2 Stunden Fahrzeit erreicht ist. Nun folgt die Linie dem Neckar bis Mosbach, bis wohin auch teilweise hessisches Gebiet durchfahren wird. Eine Stunde nach Verlassen des Heidelberger Hauptbahnhofes verlässt die S1 auch Mosbach in Richtung Osterburgen, was in etwa 1,5 Stunden erreicht ist. Die Abfahrt der Züge Richtung Homburg erfolgt größtenteils zur Mühle 3 von den Gleisen 2 oder 3. Die Gegenzüge Richtung Osterburgen fahren meistens 5 Minuten vor der vollen Stunde von den Gleisen 7 bis 9 ab. Zum Einsatz kommen hier, wie auf allen anderen Linien der S-Bahn Rhein-Neckar, die Elektrotriebwagen der Baureihe 425. Sie sind in Ludwigshafen beheimatet, sind aber im Gegensatz zu den 425ern auf dem Regionalexpress Mannheim-Heilbronn redesigned. Das heißt, sie verfügen über eine modernisierte Innenausstattung, so wie beispielsweise auch neue Zugzielanzeigen und Fahrgastinformationssysteme. Nächste Station: Mannheim, Friedrichsfeld Süd.
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sie kommen auf den S-Bahn-Linien 1 bis 4 zum Einsatz, wobei auch noch einige unmodernisierte für 25er auf diesen Linien fahren. Die S2 fungiert als Taktverdichter für die S1, verkehrt aber nur zwischen Kaiserslautern und Mosbach. Sie belegt die Taktlücken der S1 und fährt von den gleichen Bahnsteigen wie diese ab, wodurch sie die S1 auf dem Abschnitt Kaiserslautern-Mosbach zu einem Halbstundentakt ergänzt. Sie hält aber zusätzlich immer an den Stationen Ludwigshafen-Mundenheim, Ludwigshafen-Rheingönheim, Mannheim-Arena-Maimarkt und Mannheim-Seckenheim, während die S1 hier nicht immer hält. Die S3 fährt bis Süferstadt die gleiche Strecke wie die S1 und S2. Dort fährt sie aber weiter über Speyer nach Germersheim, wohin die Fahrzeit von Heidelberg aus fast eine Stunde beträgt. In die andere Richtung biegt die S3 von Heidelberg aus gleich in Richtung Karlsruhe ab, was etwa eine Dreiviertelstunde von Heidelberg entfernt liegt. Teilweise werden die Züge der S3 ab Germersheim weiter als S33 über Graben-Neudorf nach Bruchsal durchgebunden, was auf dem Fahrweg der Linie von Heidelberg nach Karlsruhe liegt. Die Züge Richtung Germersheim fahren meistens zur Minute 13 von Gleis 4 ab, die Züge Richtung Karlsruhe zur Minute 48 von Gleis 8. Vor allem im Berufsverkehr fährt die Linie im 30-Minuten-Takt. Dann fahren die zusätzlichen Züge Richtung Germersheim um 43 nach ab, die in Gegenrichtung um 18 nach. Wenn die S3 im Stundentakt fährt, dann werden die Taktlücken meist durch eine weitere Linie gefüllt, die S4. Sie hat den gleichen Linienweg, endet aber schon in Bruchsal. Da sie die Taktlücken der S3 füllt, hat sie gleiche bzw. ähnliche Abfahrtzeiten wie die S3-Verstärker. Die Züge der S4 werden wie alle S3-Verstärker ab Germersheim weiter als S33 nach Bruchsal durchgebunden. Dadurch herrscht auf der S33 ein Stundentakt, während zwischen Bruchsal und Germersheim außer zur Tagesrandlage ein 30-Minuten-Takt herrscht. Dadurch fahren zwischen Germersheim und Heidelberg mit den S-Bahnlinien 1 und 4 4 Züge pro Stunde in Richtung. Im Vergleich zu den bereits vorgestellten S-Bahnlinien ist die S5 eine relativ junge Linie.
Sie ging erst im Jahr 2009 aus der ehemaligen Regionalbahn Heidelberg-Epping hervor, da die Strecke zuvor unelektrifiziert war. Die S5 fährt heute im Stundentakt nach Epping, wo zu den Stadtbahnen der Linie S4 umgestiegen werden kann. Wohlgemerkt die Linie S4, das Netzes der Alpbahn-Verkehrsgesellschaft und nicht die Linie S4 der S-Bahn Rhein-Neckar. Hier kommen auch noch größtenteils unmodernisierte F25er zum Einsatz, da die DB Regio nur den Zuschlag für das Los 1 hat, welches die Linien 1 bis 4 sowie 33 enthält. Dort ging schon im Dezember 2016 ein neuer Vertrag in Kraft, der eine Modernisierung der F25er voraussetzte. Die S-Bahn-Linie 5 und 51 sowie weitere zukünftige S-Bahn-Strecken werden erst 2020 an den Gewinner der zum Produktionszeitpunkt dieser Dokumentation noch laufenden Ausschreibung vergeben. Die Züge nach Heidelberg fahren meistens zur Minute 31 von Gleis 4 ab. Vor dem Fahrplanwechsel im Dezember 2016 fuhren sie immer von Gleis 1 ab, wo die endenden Züge auch heute noch ankommen. Der Zug benötigt eine halbe Stunde, um nach Meggesheim zu fahren. Nach einer weiteren halben Stunde ist der Endpunkt in Epping an der Kraichgaubahn erreicht. Im Berufsverkehr besteht durch Versteigerzüge, die kurz nach der vollen Stunde in Heidelberg abfahren, bis in seinem 1,5-Stunden-Takt. Diese Züge sind teilweise als Regionalbahn, teils aber auch als S5 unterwegs. Von der S5 aus besteht in Meggesheim Anschluss an die S51 nach Acklasterhausen. Werktags werden diese Züge aber bis nach Heidelberg durchgebunden. Oft fahren diese dann im Zugverband mit den Verstärkerzügen nach Sinsheim bis Meggesheim gekuppelt. Dort erfolgt eine Zugtrennung und die Zugteile fahren unterschiedlichen Zielen entgegen. Diese Züge sowie die Fahrten der S51 nach Heidelberg, die ohne Zugteil nach Sinsheim verkehren, fahren auch im Fahrplanjahr 2017 noch von Gleis 1 ab. Logischerweise dann auch immer kurz nach der vollen Stunde. Wochenends enden die meisten Züge der S51 schon in Meggesheim. Die Verstärkerzüge nach Sinsheim fallen dann auch weg. Außer diesen Linien gibt es auch noch viele einzelne Zugleistungen, die aus der Reihe tanzen. Ich erwähne hier aber nur ein paar davon. Beispielsweise gibt es noch einige Versteiger-Regionalbahnen nach Wiesloch-Walldorf. Einmal am Tag wird hierfür eine Regionalbahn aus Frankfurt durchgebunden. Zum anderen kamen hier aber auch bis zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 auch teilweise noch die Triebwagen der Baureihe 628 des BB Ludwigshafen zum Einsatz, obwohl der Fahrweg komplett elektrifiziert war und ist. Außerdem fährt um 23:31 ein Regionalexpress über Sinsheim nach Heilbronn, hält aber trotz der Bezeichnung Regionalexpress an allen Unterwegsbahnhöfen. Es gibt noch einige S-Bahnen zur Tagesrandlage, die nicht den gesamten Linienweg befahren. Zum Beispiel enden diese dann in Ludwigshafen Hauptbahnhof, von wo die Züge dann direkt ins Bahnbetriebswerk fahren können, beziehungsweise morgens dort ihre Fahrt beginnen, um die Triebzüge auf den Umläufen austauschen zu können.
Auch verkehren Sonderzüge zu den Spielen des Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim. Sie verkehren am Ludwigshafen Hauptbahnhof und fahren über Mannheim, Heidelberg und Mergersheim nach Sinsheim, wo sie am Bahnhof Sinsheim Museum Arena enden. Je nachdem, wann die Spiele stattfinden, verkehren je zwei Züge vor dem Spiel nach Sinsheim und nach dem Spiel wieder zwei zurück nach Ludwigshafen. Zum Einsatz kommt hier zum einen ein Zugverband aus drei Triebwagen der Baureihe 628 und zum anderen einer aus fünf N-Wagen und Lok der Baureihe 111, wobei der erste Zug nach Sinsheim und der letzte nach Ludwigshafen von den 3628ern gefahren wird und die zwei anderen von der Wendezuggarnitur. Der Heidelberger Hauptbahnhof wird auch von einigen Güterzügen durchfahren. Die Züge, die fahren, sind unter anderem von Mannheim Rangstierbahnhof oder aus Richtung Darmstadt in Richtung Stuttgart unterwegs. Viele Güterzüge sind auch in Richtung des Audi-Werks in Eckarsulm unterwegs oder transportieren Neuwagen von dort aus gen Norden. Fernverkehr wird sich in Heidelberg in den nächsten Jahren vor allem zum Guten verändern. Denn die aktuelle Intercity-Linie Stuttgart-Hamburg soll bald mit den neuen ICE-Zügen der vierten Generation befahren werden. Dadurch erhält Heidelberg wieder Anschluss ans ICE-Netz. Im Nahverkehr hat sich in meinen Augen schon durch die Modernisierung vieler für 25er der S-Bahn Rhein-Neckar einiges gebessert. Ab 2019 werden dann die für 25er zu meiner Freude auf dem Regionalexpress Mannheim-Heilbronn dann durch neue Tallinn-2-Züge der Abellio Rail Südwest GmbH, einer Tochter des niederländischen Abellio-Konzerns, ersetzt. Den Regionalexpress Heidelberg-Stuttgart will das Land aber nicht mehr weiter bestellen, damit man zwischen Stuttgart und Karlsruhe eineinhalb Stunden Takt realisieren kann. Als Gründe nennt das Land eine angeblich geringe Nachfrage sowie die Tatsache, dass der Zug für die Strecke mehr als doppelt so lang wie die hier verkehrenden Fernzüge benötigen würde. Daher müssten Fahrzeuge, wenn sie mit dem Regionalverkehr von Heidelberg nach Stuttgart fahren, dann zwingend umsteigen. Die Regionalbahn nach Frankfurt hingegen soll zukünftig in Mannheim-Friedrichsfeld mit einem Zug aus Mannheim Hauptbahnhof vereinigt werden. Die Ausschreibung für diese Leistungen sowie für die S-Bahn-Linien 5 und 51 läuft aktuell noch. Wer diese Linien mit welchen Fahrzeugen künftig betreibt, ist also ungewiss. Das war auch schon der zweite Teil meiner Dokumentation über den Heidelberger Hauptbahnhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback und Ideen, was ich noch anders machen könnte, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.